wünsche euch allen einen schönen guten Morgen. Ihr hört die Morgenandacht zum Sonntag Quasimodo Veniti. Nun danke alle Gott mit Herzen, Mund und Händen, der große Dinge tut an uns und allen Händen, der uns und reiche Gott, woll uns bei unserem Leben ein uns in seiner Gnade erhalten, fort und fort erlösen wir und dann. Gott, dem Vater und dem Sohn und Gott, dem Heiligen Geist, im höchsten Himmelsthrone, ihm, dem dreieinigen Gott, wie im Anfang war und ist und bleiben. Liebe Gemeinde, wie neue Menschen sind wir durch die Auferstehung Christi geworden. Als Zeichen dafür wurde in der frühen Kirche die Taufe in der Osternacht gefeiert, daher auch der Name Weißer Sonntag oder auch Quasimodo Veniti. Gelobt sei Gott, der auch uns nach seiner Gott heute den ganzen Tag halt die Hände über mich. Was auch kommen mag, halte zu mir, guter Gott. Heut den ganzen Tag, halt die Hände über mich. Was auch kommen mag. Und noch mehr Verdruss, weiß ich doch, du bist nicht. In normalen Zeiten hätte ich heute Konfirmation in Hummeldorf gefeiert. Und morgen wäre die Schule nach den Osterferien wieder losgegangen. Aber wir befinden uns ja weiterhin in der Corona-Krise. Ich spreche dem Psalm 118. Halleluja! Der Herr ist auferstanden. Halleluja! Er ist wahrhaftig auferstanden. Halleluja! Halleluja! Man singt mit Freuden vom Sieg in den Hütten der Gerechten. Die Rechte des Herrn, den die Bauleute verworfen haben, ist zum Eckstein geworden. Vom Herrn geschehen und ist ein Wunder vor unseren Augen. Dies ist der Tag, den der Herr macht. Lasst uns freuen und an ihm fröhlich sein. O Herr, hilf! O Herr, lass wohl gelingen! Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Wir wollen beten. Barmherziger Gott, die Auferstehung Jesu Christi erfüllt uns mit österlicher Freude. Hilf,
dass diese Freude lebendig bleibt und ausstrahlt in die Welt. Durch unseren Herrn Jesus Christus, deinen Sohn. Sing den Herrn und lob seinen Namen, preise ihn. Schuld. Er hat sie gesühnt und seine Liebe zu uns ist unwandelbar über ihn. Sing dem Herrn und lob ihn, Halleluja, lob ihn, den Herrn und lob seinen Namen, preise ihn. Dein Amen, er macht reich jeder Mann, der zu ihm gehört, gibt neue Kraft, in der von Ärger verzehrt, verleiht ein neues Leben in Ewigkeit über ihn. Wir hören das Evangelium aus dem Johannesevangelium im 20. Kapitel, die Verse 19 bis 29. Am Abend aber desselben ersten Tages der Woche, da die Jünger versammelt und die Türen verschlossen waren, aus Furcht vor den Juden, kam Jesus und trat mitten ein und spricht zu ihnen: Friede sei mit euch. Und als er das gesagt hatte, zeigte er ihnen die Hände und seine Seite. Da wurden die Jünger froh, dass sie den Herrn sahen. Da sprach Jesus abermals zu ihnen: Friede sei mit euch. Gleich wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Und da er das gesagt hatte, wies er sie an und spricht zu ihnen: Nehmet hin den Heiligen Geist. Welchen ihr die Sünden erlasset, denen sind sie erlassen. Und welchen ihr sie behaltet, denen sind sie behalten. Thomas aber, der Zwölfe einer, der da heißt Zwilling, war nicht bei ihm, als Jesus kam. Da sagten die anderen Jünger zu ihm: Wir haben den Herrn gesehen. Er aber sprach zu ihm: Wenn ich nicht in seinen Händen sehe, die Nägel male, und lege meinen Finger in die Nägel male, und lege meine Hand in seine Seite, kann ich nicht glauben. Und über 8 Tage waren abermals seine Jünger drinnen und Thomas mit ihm. Kommt Jesus, da die Türen verschlossen waren, und tritt mitten ein und spricht: Friede sei mit euch. Danach spricht er zu Thomas: Reiche deinen Finger her und ziehe meine Hände und reiche deine Hand her und lege sie in meine Seite und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Thomas antwortete und sprach zu ihm: Mein Herr und mein Gott. Spricht Jesus zu ihm: Weil du mich gesehen hast, Thomas, so glaubst du. Selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Amen. Wir antworten auf das Evangelium, indem wir gemeinsam unseren christlichen Glauben bekennen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am 3. Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel,
Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Herr, deine Liebe ist wie Gras und Ufer, wie Wind und Weite und wie ein Zuhaus. Dein sind wir da, zu wohnen und zu gehen. Frei sind wir ja, zu sagen oder nein. Herr, deine Liebe ist wie Gras und Ufer, wie Wind und Weite und wie ein Zuhause. Wir wollen Freiheit, um uns selbst zu finden, Freiheit, aus der man etwas machen kann. Einheit, die auch noch hoffen ist für Träume, wo Baum und Blume Wurzeln schlagen kann. Herr, deine Liebe ist wie Gras und Ufer, wie Wind und Weite und wie ein Zuhause. Und dennoch sind da Mauern zwischen Menschen und nur durch Gitter ziehen wir uns an. Unser Verstandes ist ein Gefängnis und ist gebaut aus den Steinen unserer Angst. Deine Liebe ist wie Gras und Ufer, wie Wind und Weite und wie ein Zuhause. Herr, du bist Richter, wenn du uns frei sprichst, dann ist Freiheit da. Freiheit, sie gilt für Menschen, Völker, Rassen, so weit wie deine Liebe uns ergreift. Deine Liebe ist die Gras und Ufer, wie Wind und Weite und wie Zuhause. Ein Zuhause. Der Predigtext für den heutigen Sonntag, quasi Motto Trinity, eine Woche nach Ostern, steht beim Propheten Jesaja im 50. Kapitel, die Verse 26 bis 31. Hebt eure Augen in die Höhe und seht, wer hat all dies geschaffen? Er führt ihr Heer vollzählig heraus und ruft sie alle mit Namen. Seine Macht und starke Kraft ist so groß, dass nicht eins von ihnen fehlt. Warum sprichst du denn, Jakob, und du, Israel, sagst, mein Weg ist dem Herrn verborgen und mein Recht geht an meinen Gott vorüber. Weißt du nicht, hast du nicht gehört, der Herr, der ewige Gott, der die Enden der Erde geschaffen hat, wird nicht müde noch matt, sein Verstand ist unausforschbar. Er gibt den Müden Kraft und Stärke genug, dem Unvermögenden. Dünglinge werden
werden müde und matt und Männer straucheln und fallen. Aber die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Liebe Gemeinde, liebe Brüder und Schwestern in Jesus Christus, heute ist der 19. April des Jahres 2020 und wir feiern den Sonntag quasi Modo Genii, eine Woche nach Ostern und eine Woche nach dem Wunder der Auferstehung. Wenn wir in normalen Zeiten lebten, dann hätte ich heute die Konfirmation in Hummendorf gefeiert und es wäre ein feierlicher und fröhlicher Tag geworden. Aber die Corona-Krise verhindert weiterhin alle Gottesdienste, auch die Feier der Konfirmation. Ich bin sehr dankbar dafür, dass ich Teil der Balkongottesdienste von Tom Sauer sein darf. Es ist natürlich nicht dasselbe wie ein normaler Gottesdienst, aber ich kann und darf das Evangelium verkündigen und alle, die es hören, freuen sich. Auch in Zeiten der Corona-Krise richten wir uns aus an unserem Herrn und Heiland Jesus Christus, den Gott auf die Erde gesandt hat, um den Riss zwischen Gott, dem allmächtigen Vater und Schöpfer, und uns, seinen fehlbaren und sündigen Geschöpfen, zu stopfen. Dazu musste Jesus Christus am Kreuz leiden und sterben, aber am dritten Tage ist er auferstanden und hat dem Tode die Macht genommen und der Sünde auch. Er ist aufgefahren in den Himmel. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Unser Predigtext stammt aus dem berühmten 40. Kapitel des Propheten Jesaja. Und mitten in die Gefangenschaft des jüdischen Volkes in Babylon, die nun schon 70 Jahre andauert, sagt der Prophet wunderbare Worte, die uns auch hier und heute in Weißenbrunn bewegen. Eine neue Zeit des Heils beginnt. Die Zeit des Gerichts Gottes und das Tragen unserer Schuld geht zu Ende. Gott macht einen Neuanfang mit uns. Damals, vor 2500 Jahren, bedeutete es für Israel, dass die babylonische Gefangenschaft zu Ende geht. Der neue Perserkönig Kyros wird Babylon, das unbesiegbar galt, erobern und den Juden die Heimkehr nach Jerusalem gestatten. Für uns heute bedeutet es, dass Gott uns immer trösten will, gerade auch in Notzeiten und gerade auch in einer Notzeit wie der Corona-Krise. Zwar leben wir nicht in der babylonischen Gefangenschaft, aber wir hoffen alle auf eine Lockerung der scharfen Ausgangsbestimmung. Uns tat es gut und es tut uns gut, uns immer wieder neu auf die Grundlagen unseres Glaubens zu besinnen und darauf, dass Gott uns täglich nahe ist und uns schützen und bewahren wird. Das war die Grundlage unseres Glaubens vor der Corona-Krise, das ist die Grundlage unseres Glaubens in der Corona-Krise und das wird die Grundlage unseres Glaubens bleiben, wenn wir hoffentlich bald den schlimmsten Teil der Corona-Krise hinter uns haben werden, was aber auch noch eine Weile dauern wird. Es gibt so viel Schlimmes und Böses in der Welt, aber hier und heute wollen wir innehalten und uns von Gott beschenken lassen. Es spielt keine Rolle, ob du gesund oder krank bist, jung oder alt, Sorgen in deinem Leben hast oder nicht, Gott kommt heute auch zu dir. Das Leben bleibt ein Dauerlauf. Und wie der Prophet Jesaja, den im babylonischen Exil müde gewordenen, neue Kraft verheißt, so nehmen wir heute die Osterfreude auf und verkündigen den Sieg des dreieinigen Gottes über alle Mächte der Finsternis und des Todes. Wenn ich an die Ostergottesdienste denke, die ich im Fernsehen oder online gesehen habe, kommt mir das strahlende Lächeln unseres Landesbischofs Heinrich Bertolt Strom in den Sinn, der im Osternachtgottesdienst Samstagabend in der fast leeren Kirche in München-Sendling die Osterkerze angezündet hat und darauf hinwies, dass das Licht stärker ist als die Dunkelheit, gerade auch in Zeiten der Not. Oder ich denke an unsere Generalbischöfin Dorothea Greiner, die ebenfalls in ihrem strahlenden Lächeln die Osterfreude und die Gewissheit der Kraft der Auferstehung abgebildet hat.
Oder ich denke an die täglichen Spaziergänge mit meiner Frau, vom Pfarrhaus zur Bank mit dem Kruzifix und wieder zurück. Der Frühling und das Blühen der Bäume zeigt an, wie weise Gott seine Schöpfung bereitet hat und wie schön es im weißen Grund ist. Und vor dem Pfarrhaus steht mit weißer und bunter Kreide groß geschrieben: Der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. Meine Frau hat noch eine Ostersonne dazu gemalt und eine unbekannte Person noch eine Blume. Sie hat allerdings ihre Kreide liegen lassen. Die steht auf dem Ruhstein vor dem Pfarrhaus und wartet darauf, abgeholt zu werden, wer immer diese unbekannte Person war. Und ich fordere sie auf, solange nicht starker Regen kommt, am Pfarrhaus vorbeizugehen und diese Sätze schön gemalt auf dem Boden zu sehen. Der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. Und da Jesus Christus das Licht der Welt ist, der mit seiner Auferstehung die Macht des Todes und der Dunkelheit durchbrochen hat, rufe ich uns allen zu, die auf den Herrn warten, ihm vertrauen und auf ihn harren, die kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus, unserem Herrn. Wasser fällt ein Stein, ganz heimlich, still und leise. Und ist er noch so klein, er zieht doch weite Kreise. O Gottes große Liebe, in einem Menschen fällt, da wirkt die Wolf, die Gnadenwolf, hinaus in unsere Welt. Ein Funke kaum zu sehen, entfacht doch helle Flammen, und die im Dunkeln stehen, die ruft der Schein zusammen. O Gottes große Liebe, in einem Menschen brennt, da wird die Welt vom Licht erhellt, da bleibt nichts, was uns trennt. Nimm Gottes Liebe an, du brauchst dich nicht allein zu mühen, denn seine Liebe kann in deinem Leben Kreise ziehen und füllt sie erst dein Leben und setzt sie dich in Brand, gehst du hinaus, als Liebe aus, denn Gott füllt dir die Hand. Gehst du hinaus, als Liebe aus, denn Gott füllt dir die Hand. Wollen wir Fürbitte halten. Ewiger, barmherziger Gott, durch Jesus Christus hast du uns alle zum Heil und zur Freude berufen. Durch ihn bitten wir dich, schenke deiner Kirche immer wieder neu deine lebendige Gegenwart. Erbarme dich, erbarme dich, erbarme dich. Schenke der Welt deinen Frieden, den sie sich selbst nicht geben kann. Herr, gib uns deinen Frieden, gib uns deinen
Frieden, Frieden, gib uns deinen Frieden, Herr, gib uns deinen Frieden. Schenke allen Getauften den Glauben, der zu neuen Leben befreit. Schenke den Kranken Heil und Heilung. Schenke allen, die sich für andere einsetzen, die Kraft deiner Liebe. Erbarme dich, erbarme dich, erbarme dich. Schenke unseren Verstorbenen das ewige Leben. Gott, Schöpfer der Welt, du hast an Ostern das Böse und den Tod besiegt und das Leben neu geschaffen. Überwinde unsere Zweifel und stärke das Vertrauen zu dir, durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn. Amen. Wir beten gemeinsam. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von den Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Vater unser, du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von den Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Vater unser, der du bist im Himmel, und so sollt ihr mit Freude hinausziehen und im Frieden geleitet werden. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Amen. Wenn Segen Nähe ist, wenn Nähe Wärme ist, wenn Wärme Leben ist, wenn Lieben Gottes Geschenk ist und wenn Gottes Geschenk die Liebe ist, dann wünsche ich dir viel von Gottes Segen. Möge die Straße uns zusammenführen und der Wind in deinem Rücken sein.
sanft fallende Regen auf deine Felder und sanft auf dein Gesicht der Sonnenschein. Nun, bis wir uns wiedersehen, halte Gott dich fest in seiner Hand. Halte Gott dich fest in seiner Hand. Wenn du jetzt gehst wie voll Freude, nimm Liebe im Herzen mit. Wenn du jetzt gehst wie voll Freiheit und spüre bei jedem Schritt, ja, mit all seinem Segen will Gott dich begleiten, er bleibe dir stets zugewandt. Und bei Tag und bei Nacht halte er über dir seine Hand. Und bei Tag und bei Nacht halte er über dir seine Hand. Wenn wir einen Segen bekommen, dann ist das so, dass wir etwas mit auf den Weg bekommen. Etwas ganz Besonderes. Hoffnung. Aus diesem Grund habe ich hier oben auf meiner Lautsprecherbox einen Benjamin. Der scheint hoffnungslos verloren. Aber ich habe die Hoffnung, dass vielleicht doch noch eine kleine Art von Blättern kommen wird. Ich gebe nicht auf. Und so geben wir nicht auf. Ich sage danke an Pfarrer Theile für den Gottesdienst und sage danke, dass ihr zugehört habt. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Ich wünsche dir nicht alle möglichen Gaben. Ich wünsche dir nur, was die meisten nicht haben. Ich wünsche mir Zeit, dich zu freuen und zu lachen. Und wenn du sie nutzt, kannst du etwas draus machen. Ich wünsche dir Zeit für dein Tun und dein Denken. Nicht nur für dich selbst, sondern auch zum Verschenken. Ich wünsche dir Zeit, nicht zum Hasten und, sondern die Zeit, zum Zufrieden sein können. Ich wünsche dir Zeit, nicht nur so zum Verkommen. Ich wünsche sie möge dir bleiben, als Zeit für das Staunen und Zeit fürs Vertrauen. Anstatt nach der Zeit auf die Uhr zu schauen. Ich wünsche dir Zeit, nach den Sternen zu greifen und Zeit, um zu wachsen. Das heißt, um zu reifen. Ich wünsche dir Zeit, neu zu hoffen, zu lieben. Es hat keinen Sinn, diese Zeit zu verschieben. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Nochmal danke an Pfarrer Theile. Ich wünsche euch einen schönen Sonntag. Und vielleicht hören wir uns oder sehen wir uns heute Abend um 18.05 Uhr beim Singsang vom Balkon.